Moin Freunde, ich bin's, euer Phantomas. Hallo, ich bin's. Nein, wir sind heute auf der Comic-Con 2017. Ich bin's halt Nerd und es ist halt angeblich hier sehr voll. Wir sind ein bisschen sehr spät wiedergekommen, weil er muss hier abgeschleppt werden. Ne? Aber wir sind wahrscheinlich morgen auch nochmal hier am Start, den Sonntag. Und ja, wir werden jetzt mal klar kleine Impressionen hier machen und mal gucken, was jetzt so Vlog-mäßig hier abgeht. Also, weiter geht's. Mal noch einen von Shoggy Hazard, das ist ja der. Kannst du mal vorstellen? Dominik. Okay. Das war ja auch sehr, ja. Verwirrt, ja. Auf jeden Fall. Vom Dreh angefahren. Ja. Wie wäre es das überhaupt hier, ne? So fühle ich mich den ganzen Tag hier. Aber wer noch nicht Shocking Hazard kennt, ne? Da ist ja das Shocking Hazard Shirt, oder eher gesagt, da. Da auch. Ja, und die sind ja morgen auch noch auf der Comic-Con bei Space Figuren, also geht da mal dahin. Ja. Was willst du tun? Gangsters am Telefon. Gangsters am Telefon. Ja. Döp. Nein, wir kommen zum Fazit. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ja, nicht verheerend, aber wir waren ja ein bisschen später da auf der Comic-Con. Ja. Und was wir schon vorher gehört hatten, haben wir nur gedacht, oh mein Gott, wenn sie das bewahrheitet, dann haben wir gar keinen Bock mehr. Wir kamen um 16 Uhr an. Es ging fast alle Leute, kam uns eine Wand von Leuten entgegen und ich habe nur gedacht, was jetzt denn ab, ne? Erstmal habt ihr ja Bilder gesehen.
wie das halt umgebaut wird. Es waren letztes Jahr 4 Hallen da gewesen, dieses Jahr waren nur 2 Hallen. Und das war wohl alles sehr kuschelig und die ganzen Cosplayer hatten wohl Angst um ihre Kostüme, dass sie zerreißen. Bloß die Macht der Spielerschütterung der Macht. Nein. Nee, aber bei uns war alles okay. Also wir sind ja gerade gekommen, als es quasi schon fast wieder vorbei war. Und da habe ich auch wirklich erwartet, dass es tatsächlich die größte Comic-Messe in Deutschland ist, in Dortmund. Und da hatte ich mich auch darauf gefreut. Ich bin auch, muss sagen, von der Größe bin ich ein bisschen enttäuscht, weil von der Größe her war Hannover natürlich viel größer, aber hat ja auch weniger Aussteller, sag ich mal. Ne? So, dann würde ich jetzt sagen, wir würden, wenn es jetzt irgendwie Punkte geben würde, würden wir sagen, okay, es wird eine Hälfte, 5 von 10 wird es ungefähr dafür die geben. Letztes Jahr war sie richtig geil und da hätte ich sogar eine 8 von 10 gegeben oder 8,5 von 10, weil die war echt überraschend gut. Ja. So. Ich tappe aus. Gut, Finn. Dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like da. Wir sind morgen auch nochmal am Start, den Sonntag. Und Like, Abo, dies und das. Geht mal von Thomas vorbei. Und würde ich sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam! Die Glocke nicht vergessen.